So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities Skylines. Beim letzten Mal haben wir an unserer Autobahn weitergetüftelt und haben Mülldeponien gefüllt und Mülldeponien abgerissen und haben dann gegen Ende festgestellt, hoppla, da fehlen ja Wasserleitungen. Und das müssen wir dieses Mal natürlich schnell ausbessern. Wir wollen ja schließlich die Bürogebäude auch hier halten. Das wäre ja etwas ungeschickt, wenn die ganzen Büros auf einmal wieder weg wären. Wir brauchen die doch wegen den Arbeitsplätzen. Sonst heißt es wieder, die Ausländer klauen uns die Jobs. Das Übliche halt, wenn die Bürger unzufrieden sind. So, das reicht eigentlich erstmal. Okay, wir hatten hier noch eine Brandruine, die kann weg. Und ansonsten, da unten. Das war's, wie es aussieht. Gut. Dann können wir eigentlich hier oben noch ein bisschen ausbauen. Na, wobei, das hier können wir mal freilassen. So. Und natürlich hier noch weiter Bürogebäude. Alles klar, dann würde ich mal sagen, eigentlich würde sich die Stelle hier gar nicht schlecht anbieten für etwas Gewerbegebiet. Etwas, sagte ich. Also gut, das Spiel hat eine sehr breit gefächerte Definition von etwas. Vielleicht lassen wir das erstmal noch. Aktuell beklagen die sich da unten ja immer noch über zu wenig Kunden. Andererseits glaube ich auch nicht, dass die von da oben einmal nach da unten fahren werden zum Einkaufen. Wie sieht es hier aus? Oh, recht voll. Vielleicht wurde auch nur was von da unten angeliefert. Das da ist ja immer noch am Leeren. Seit ziemlich langer Zeit, muss ich mal so anmerken. Ich hoffe mal, das wird noch irgendwann was. So, einmal kurz räuspern zwischendrin, das kommt mal vor. Zum Glück kann ich ja einfach dann den Mikrofonsound ausdrehen. Ich verstehe es einfach nicht, was ist denn... Die da unten haben nicht genügend Kunden, die da oben haben nicht genügend Abnehmer. Ich reduziere die beiden Lager hier immer weiter, aber es bringt einfach nichts, ich verstehe es nicht. Wir bekommen mehr Bürger, die kaufen aber weniger. Also, das ist mir ein Rätsel, wirklich. Naja. Wie sieht's jetzt hier aus? Wir haben wieder ein bisschen Geld. Wir können wieder ein paar Meter Straße verlegen. Irgendwann müssen wir ja fertig sein. So. Da geht sogar noch ein bisschen was. Nein, das war definitiv zu viel. Das war definitiv auch schon zu viel. Vielleicht geht doch nicht mehr so viel. Na gut, müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten. Gucken wir uns unsere wunderschöne Stadt mit den vielen Brandruinen stattdessen doch aus einer anderen Perspektive an. Hier gibt es einen Toten, der nicht abgeholt wird. Das ändert sich hoffentlich. Da zum Müllwagen, auf! Hol den doch mit dem Müllwagen ab. Ja, das ist immer wieder typisch. Irgendwie sammeln sich die Probleme, die gewisse Einrichtungen beseitigen sollen, immer um diese gewissen Einrichtungen herum. Und ich verstehe nicht, wie das zusammenpasst. Das ist absolut sinnlos. Naja. Huch, huch, oh, oh, Wasser. Das kriege ich hin. Hoffe ich.
Nein. Das war nicht der Plan. Ja, Moment, ihr müsst noch mal kurz ohne auskommen. Jetzt konntet ihr einmal kurz den Wasserhahn aufdrehen. So. Ich mit meinem Perfektionismus wieder. Es ist aber auch immer schwierig mit diesen Wasserleitungen. Die wollen nie so verlegt werden, wie man sie gern verlegen möchte. Hier zum Beispiel, ich würde gerne einfach... Aber nein. Nein. Nein, nein, nein. Sie wollen einfach nicht die Wasserleitungen. Naja. Was soll's. Okay. Noch mehr Gebäude zum Abreißen? Hallo, wir können doch nicht einfach immer weiter schrumpfen. Die Wirtschaft schrumpft und schrumpft. Wir sind ja schon beinahe in Griechenland. Ich hätte die Stadt Athen nennen sollen. Mist, hätte ich das vorher gewusst. Naja, zu spät. Wie sieht's aus mit der Arbeitslosigkeit? Arbeitslosenbürger 10%. Was zur Hölle? Sind die alle voll? Ja, wir haben hier sogar überqualifizierte Arbeiter, was ich irgendwie beängstigend finde. Wenn man bedenkt, wie wenig Schulen wir gebaut haben, ist das überhaupt möglich? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das übersteigt meinen Horizont. So. Das jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Naja, immerhin machen wir dadurch immer mehr Gewinn. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, sieht doch schon ganz ordentlich aus. Alles klar. Autobahn. Wenn man sie denn so nennen möchte. Es ist ja eigentlich nicht mal ansatzweise eine Autobahn. Da ist ja nur eine Geschwindigkeit von 40 erlaubt. Aber immerhin haben wir hier eine völlig freie Straße. Wir haben hier keinerlei Verkehrsprobleme. Wir sind, was Straßen angeht, besser aufgestellt als andere. Ich weiß, ich bin wieder unglaublich präzise heute. Dafür reicht's nicht mehr wirklich? Komm schon. Die letzten paar Meter werden doch wohl noch... Die letzten paar Meter sind schon ein paar Meter zu viel, wie es aussieht. Na also, hurra! Es lebe die Autobahn, die niemals genutzt werden wird. Da will aber auch einfach niemand lang. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir einfach nicht mal ansatzweise in der Nähe davon sind, was ich gerne als Straßensystem hätte. Wir haben ja immer noch diese dämlichen Querstraßen, weil ich immer noch nicht dazu in der Lage bin, Straßen unterhalb der Stadt zu überlegen. Weil die einfach viel zu teuer sind. Ich hätte nie gedacht, dass sie so viel kosten. Wie sieht's denn, was ist denn... 26 von 27 in Verwendung. Naja, aber voll ist das nur lange nicht. Da hat es aber noch Luft nach oben. Zur Not setzt sie da halt noch eine zweite Müllverbrennungsanlage hin. Da sind sie doch unterwegs. Na also, die müssen einfach nur vorbeifahren und der Müll löst sich in Luft auf. Das ist doch schön. Wäre das nur bei uns auch so. In echt. Die ganzen Müllwagen wären viel effizienter. Man müsste ja nicht mehr anhalten. Da. Okay, wie sieht es jetzt hier unten aus? Immer noch 60% voll. Das ist doch nicht möglich.
Naja. Naja, naja. Also gut, immerhin haben wir schon mal da unten die Straßen, die keiner nutzt. Das ist ja schon mal kein Fortschritt. Aber wer hätte auch Fortschritt erwartet? Das wäre ja doof. Dann hätte man ja, naja, gut, Fortschritt. So, jetzt würde ich gerne über diesen Straßen direkt nochmal Straßen verlegen. Und zwar muss ich mir jetzt kurz klar werden, wie. Am besten wäre ja eigentlich erstmal direkt darüber nochmal ein Straßennetzsystem hier folgend. Also dann natürlich aus sechsspurigen Einbahnstraßen nachher und nicht mehr aus den Autobahnen. Und darüber dann ein Netz von weiteren sechsspurigen Einbahnstraßen in unterschiedliche Richtungen. Also dann senkrecht dazu, also quasi hier ein paar Straßen, die dann jeweils Abzweigung nach oben haben, hier ein paar Straßen, die jeweils Abzweigung nach oben haben und in die Richtung. Und in die Richtung natürlich auch noch. Und damit wäre eigentlich ein hoffentlich optimaler Verkehrsfluss relativ gut gewährleistet. Allerdings wird das sehr teuer und sehr lang dauern. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir haben keine Arbeitslosen mehr, oder? 6%. Verfügbare Arbeitsstellen, naja. Naja, naja. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie das eigentlich möglich ist, dass wir hier so verdammt viele Bürogebäude brauchen. Ich könnte ja mal wieder nach überirdisch wechseln, danke. Und hier weiterbauen. So irgendwie. Ja, so sieht doch ganz. So sieht, glaube ich, ganz gut aus. Naja, so halbwegs. Die Kurve da oben sieht scheiße aus. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Die Kurve da oben sieht einfach. Und das hier ist auch nicht gut geworden. Aber die Kurve da oben, die ist wirklich. Bäh. Ja, so sieht die besser aus. Deutlich. Deutlich besser. So, das wird so besser. Und dann kriegen wir das doch eigentlich. So sieht's doch gut aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Behaupten kann ich natürlich viel. Belegen kann es keiner. Oh, einen Moment. So, da bin ich wieder. Klingelt doch einfach mein Telefon. Naja gut, wo war ich? Da. So, perfekt. Das sollte eigentlich ausreichen an Straßen hier rundrum. Ich glaube kaum, dass wir da nochmal eine Reihe reinbauen können irgendwie. Wir haben aber schon wieder zu viele Ruinen hier stehen. Ja gut, da oben wundert es mich jetzt nicht wirklich, da haben wir ja auch keine Feuerwehr. Ich warte ja noch drauf, dass man unterirdisch Gebäude bauen kann, habe ich ja schon mal gesagt. Okay. Achso. Hier wollte ich ja noch. Dass wir auch noch Menschen auf den innersten Ring bekommen. Arbeiter, um genau zu sein.
So. So geht's. Was? Kein Wasser? Natürlich hab ich hier überhaupt irgendwo. Ach du Heilige. Wo kriege ich denn jetzt hier? Oh je. Die Richtung oder? Ich glaube, die Richtung hier ist kürzer. Meine Güte, das ist ja doch einiges an Rohren, die wir hier zu verlegen haben. Das sieht von oben immer so wenig aus. Na, komm schon so. Also gut, dann. Also ich lege jetzt einfach mal das hier noch schnell fertig, dann muss ich daran schon mal nicht mehr denken. Och, komm schon. Das ist doch furchtbar. Ich hasse dieses. Ach. Wie sieht denn das jetzt wieder aus? Das geht doch so nicht. Das sieht doch furchtbar aus. So mache ich es eigentlich nicht so. Bin ich blöd? Das geht doch viel einfacher. Hätte ich daran mal früher gedacht? Was ist denn das da? Achso, ich glaube, da habe ich die Straßen verlegt. Das geht ja mal gar nicht. So. So, geht doch. Und hier möchte ich noch mal kurz drüber gehen. So und so. Perfekt. Da oben auch. So und so. Das ist viel einfacher, hätte ich das gleich so gemacht. Aber nein, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Naja, gut. Geht doch. Wenn wir gerade schon dabei sind. gut. Lassen wir das. Es ist einfach nicht wirklich zielführend. Alles klar. Habe ich jetzt hier oben eigentlich die Wasserrohre? Ja, die Wasserrohre hier oben habe ich einmal ringsherum verlegt. Das ist gut. Dann kann ich hier oben noch ein paar Gebäude dran bauen. Die hier etwas kürzer ausfallen müssen. Dafür breiter. Wir haben bald die 10.100 zusammen. Das ist gut. So. Wie sieht's denn eigentlich mit Strom aus? Strom haben wir genug. Das ist schön. Wasser haben wir auch mehr als genug aktuell noch. Müll. Ja, wird schon wieder knapp. Die Frage ist nur, wo bräuchten wir dann noch? Wahrscheinlich hier oben. Ich würde mal sagen, im mittleren Ring, da haben wir überhaupt keine einzige Müllverbrennungsanlage. Aber die ist natürlich wieder zu teuer. Wie immer. Und jetzt natürlich erst recht. Dafür nehmen wir wieder mehr Geld ein.
Ich glaube, so langsam wird das auch fast mal was bringen, hier die Steuern zu steigern auf 11%. Na, mal schauen. Wenn es denn wenigstens 500 Euro pro Woche sind. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, aber es sieht nach mehr aus. Sogar recht deutlich mehr. Jetzt sind wir schon bei 500. Und es steigt noch weiter. Auf 600. Und es steigt immer noch. Ich finde das wirklich immer wieder faszinierend zu sehen, wie langsam sich das doch einfach aktualisiert. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, bei einem... Ja. Jetzt sind wir bei einem konstanten Wert angekommen. Also gut, um etwas mehr als 600 Euro pro Woche. Das ist doch in Ordnung, würde ich sagen. Schön. Okay, was ist denn euer Problem? Nicht genügend gebildete Arbeit, ah, okay. Das kann ich jetzt sogar zum ersten Mal nachvollziehen. Also, weil wir keine Hochgebildeten haben. Ja, das wird ja auch schwer machbar sein ohne Uni. Allgemein fehlen die Schulen. Wir haben... eine Grundschule für... fast 10.000 Menschen. Das ist wenig. Das ist sehr wenig, möchte ich mal sagen. So, jetzt haben wir immerhin schon mal drei. Und kein Geld mehr. Oberschulen haben wir auch eine. Na, immerhin. Das geht doch jetzt. Achso, wie sieht's denn eigentlich? Wir haben doch hier noch Budget irgendwo. Also, das werden wir wahrscheinlich auch brauchen, so wie es in unserer Stadt aussieht. Feuersicherheit liegt bei 50%. Oh je. Oh je, oh je. Also, hier oben bräuchte ich eigentlich nochmal dringend eine Feuerwehr. Und eigentlich müsste ich auch hier nochmal eine unterbringen. Aber das nötige Kleingeld fehlt. Hatte ich jetzt eigentlich unser... Ja gut, die Autobahn hier hatte ich immerhin mal... Autobahn in großen Anführungszeichen hatte ich immerhin schon mal fertig. Also immerhin, die Grundschule sollten jetzt alle besuchen können. Jetzt fehlen hier allerdings noch hochgebildete Arbeiter. Dafür brauchen wir eine Uni, die... eindeutig zu viel kostet. Wir müssen hier oben erweitern. Ja, habe ich hier alles? Nein, natürlich nicht. Mal schauen, wie viele Menschen wir hier noch dazu kriegen. Also für die 10.000 wird es auf jeden Fall reichen. Und die hier beschweren sich endlich mal nicht mehr. Ein Wunder, dass ich das noch erleben darf. Okay, dann würde ich mal sagen... Hier kommen noch... ein paar dicht gesiedelte... besiedelte Gewerbegebiete. Ich hasse dieses Wort. Dicht... besiedelte Gewerbegebiete. Ich sag immer dicht gesiedelte Gewerbegebiete. Das ist absoluter Blödsinn. Oh. Ja, gut. Hat sich erledigt. Wir brauchen keine Uni mehr. Wie sieht's denn jetzt hier unten aus? Immer noch 40% voll.
Ah. Das Geld fehlt einfach überall gerade. Huch. Okay, da haben wir wieder Geld. 72.000, sehr schön. Die Frage ist, was baue ich jetzt davon? Eine Uni wäre ja eine Maßnahme, allerdings, ja. Wir haben da Bedürfnisse. Im mittleren Ring, hatte ich gesagt, oder? Ja, im mittleren Ring. Wir hatten da Bedürfnisse, die wir eindeutig noch erfüllen müssen. So. Die kommt mal dahin. Wasser hatte ich, oder? Ja, Wasser hatte ich, gut. Oh, das könnte ich hier mal noch fertig verlegen. Immer so, das geht viel besser. Je enger die Kurven sind, desto kürzer müssen natürlich die Abstände werden. Ist ja klar. Und da sind wir auch gleich schon durch. Perfekt. Wir haben jetzt endlich, nein, noch nicht ganz unter allen Straßen, aber fast. Jetzt muss ich das natürlich an einzelnen Stellen noch verbinden. Aber das werden wir dann noch machen, wenn wir es, wenn wir unsere Straßen soweit verlegt haben. Was ja noch dauern könnte. Ich könnte allerdings auch hier mal gleich noch. Nein, nein, nein. Nein, das war wieder nicht so schön. Also, geht doch. Hier sieht es ein bisschen seltsam aus. Das könnte ich eigentlich nochmal anpassen. So. Schön. Bringt uns zwar aktuell nichts, aber wir haben Wasserrohre. Hauptsache das. Können wir jetzt eigentlich ein neues Gebiet kaufen? Nein, noch nicht. Okay. Wir haben ja auch schon vier. Was ja ganz ordentlich ist. Als nächstes würde ich mal sagen, nehmen wir das da unten dazu. Weil wegen Autobahn oder lieber das da drüben. Für ein eventuelles neues Stadtgebiet da drüben. Ich weiß nicht so recht, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Als nächstes müssen wir erstmal 16.000 Einwohner erreichen. Das könnte dauern. Beim aktuellen Wachstum. Ich habe hier oben alles zugepflastert mit Hochhäusern und wir sind trotzdem nur bei 10.220. 10.228 immerhin, okay. Aber ihr habt noch einen Haufen Geld übrig jetzt. Wie können wir das verpassen? Wir können den Kredit hier zurückzahlen, jetzt haben wir wieder nichts mehr. Noch 39%. Das wird doch hoffentlich noch irgendwann was werden da unten. Wie viel kostet denn das eigentlich an Unterhalt? 80 pro Woche. Wie viel kostet das an Unterhalt? 200 pro Woche. Das erzeugt 20 Megawatt.
Das da. Maximal 8. Das wären dann 2,5. Also ein Faktor 2,5 zwischen der Leistung und bei 80 pro Woche und. Also, das ist. Ja, gut. Schön. Das ist genauso. Auch ein Faktor 2,5 dazwischen. Bei den Kosten. Das bringt uns dann natürlich recht wenig. Naja. Naja, naja. Brauchen wir schon wieder Bürogebäude? Das gibt's doch gar nicht. Es wird schon wieder eng. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viel Bürogebäude man noch brauchen kann. So, hoffentlich reicht das erstmal wieder. Sieht aber schön bunt aus, so. Das ist wichtig. Okay. Gut. Die Straßen hier sind in Ordnung. Da stehen noch ein Haufen parkende Autos. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Hier unten ist es wirklich schlimm. Ach so. So. Wobei es sich nicht verschlimmert hat, eigentlich. Es ist einfach gleich schlimm geblieben. Aber unsere Straßen hier benutzt immer noch keiner. Das wird sich noch ändern, wenn wir erstmal ein geeignetes Straßensystem haben. Das könnte allerdings noch dauern. Und es wird schon wieder nach neuen Wohngebäuden verlangt. Na dann. Wenn ihr nach neuen Wohngebäuden verlangt, sollt ihr neue Wohngebäude haben. Ich möchte ja keinen aus unserer Stadt ausschließen, der hier gern leben möchte. Auch wenn ich mir keinen Grund vorstellen kann, warum man hier freiwillig einziehen wollen würde. Aber das ist ja nicht meine Sache. Das überlasse ich gern den Menschen hier. Dass ihr das sich frei. So, ab da baue ich wieder. Na gut, hauen wir halt einfach einmal komplett außenrum alles zu. Dann brauchen wir wieder Gewerbegebiet. Dann können wir auf der anderen Seite hier nochmal was dazu bauen. Mal schauen, wie lange das reicht. Eigentlich können wir auf der anderen Straßenseite auch noch was hinbauen. Ja, wobei, vielleicht lasse ich das erstmal. Ich bin da etwas vorsichtiger geworden nach den Dingen, die hier passiert sind. Na dann. Oh, die Folge ist ja schon wieder. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.